Nicht vergessen, wenn ihr meine Videos nicht so oft verpassen möchtet oder genauer informiert werden möchtet, dass ein neues Video da ist, dann könntet ihr mich abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Ja, das war's so viel dazu. Heute möchten wir mal ein Winterbrot machen. Und was brauchen wir dazu? Ein Chili, eine Möhre, Buttermilch und noch ein bisschen Öl. Natürlich wieder unser berühmtes Backhefe und natürlich Weizenvollkornmehl. Genau, und als erstes müssen wir die Möhre schälen. So, zack, und dann machen wir gleich weiter. Und natürlich die Chili. Die trennen wir in der Mitte. So. Dann nehmen wir das Innere hier raus, sonst wird es zu scharf und ob es so lecker ist, weiß ich auch nicht. Zack. Und der anderen genau das gleiche gleich. Dann teilen wir die so. Und machen es zu möglichst kleinen Streifen. So. Schlauer ist es natürlich, das so von innen zu machen. So. Wenn die Streifen klein genug sind gleich, dann können wir es so klein hacken. Einmal so rum. Und nochmal noch kleiner. Ja, da ist die erste Zutat für unser Winterbrot schon mal fertig. Muss man erst halbieren, dann vierteln und dann haben wir das und das können wir dann nochmal teilen. Dann haben wir zwei möglichst kleine Streifen, die ich dann nochmal hier so zack, 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 zack und so weiter, bis wir beim Ende angekommen sind. Und wenn wir beim Ende angekommen sind, dann kehren wir das so schön zusammen. Und machen das nochmal klein. So. Das genau. So, machen wir das gleich in dieses hübsche Schälchen hier rein. Ja. Und dann hat man im Sommer schon mal einen bunten Farbmix. Das sehen wir sofort. Aus Rot und anderem Rot. So, zack, rein damit. Schön, haben wir schon mal die Grundmasse und das sieht noch gar nicht nach Brot aus. Ja, aber das macht nichts. Dann haben wir hier schon mal so eine Brotfarbe. Olivenöl. Ja. Und ein bisschen Licht. Ja, dann nehmen wir heute eine gesamte Backhefe und legen die da auch dazu. So ein Brot ist ja ein bisschen größer, da kann man auch eine ganze Backhefe nehmen. Also, ich glaube, das sind 30 Gramm. Ja, und was braucht man noch? Hier unsere berühmte Buttermilch. So ein Schlückchen. So, das ist noch der Rest, der von dem Brötchen übrig ist. Und dann mache ich es ganz gerne, dass ich die Buttermilch mit dem Wasser befülle. Dann wird die Buttermilch nochmal schön ausgewaschen. Und wir haben auch gleich eine schöne Maßeinheit eine Maßeinheit, hier gehen ja 500 Gramm rein, durch die Verpackung ein bisschen weniger. Das kann man sich gut dran richten. So, jetzt kommt immer noch nicht das Weizenvollkornmehl rein, sondern ein bisschen Salz, weil so ein bisschen salzig soll es auch sein. So ein Stückchen reicht so, dass die Hefe besser arbeiten kann. Braucht ihr natürlich auch Nahrung, dann geht es schön auf. Natürlich sollte man Zucker keine Möhrenreste reinschmeißen. So, guten Appetit. Noch ein bisschen. So. Kann sich der Teig das schmecken lassen. So, dann haben wir ja im Prinzip schon das fast Wichtigste zusammen. Dann brauchen wir heute gar nicht unsere Waage. Oh, das macht ja nichts. Trotzdem schön, wenn sie da ist. So, dann öffnen wir hier schön unser Mehl. So, schütten das alles so rein hier.
Mit alles meine ich ein bisschen. Dann kneten wir das schon mal schön an. Dass sich das alles vermixt. So. Ja, und jetzt wird es schon zu einer teigigen Masse. Kann man noch mehr. Das kommt eh in den Müll, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn das ein bisschen dreckig wird. So, ups. Ja, schöne Sauerei. Doch schöne Geräusche. Und dann nehmen wir noch mehr Mehl und kneten das fertig. So ähnlich wie bei dem Brötchen oder ganz genauso. So dass das wieder eine schöne teigige Masse wird. Und das ist schon fast schön teigig. Fehlt gar nicht mehr so viel. So, schön werden die Hände wieder dreckig. Dann merkt man, dass man was macht und fühlt sich wie ein Handwerker. Da werden die Hände auch schön dreckig. Wieder Wasser rein. Und wenn die gesamte Flasche schon fast alle ist, hat man schon fast die richtige Wassermenge. Also, wenn mich jemand nach den Zutaten fragt, würde ich sagen, so 400 Milliliter Wasser. Aber das muss man natürlich nach Gefühl machen. Ja, kneten wir das fertig. Bis es dann eine schöne, teigige Masse ist. Ein bisschen Wasser mit rein. Aber es sieht schon ganz gut aus. So, schöne Manscherei hier. Ja, und das machen wir jetzt so lange, dass wir das Wasser nachfüllen und uns die Hände wieder sauber gemacht haben, bis der Teig dann wirklich aussieht wie ein Teig. Genau, jetzt ist immer noch zu wenig Wasser, dann füllen wir dann noch wieder was rein in die reine Buttermilch. Und dann machen wir das so lange weiter, bis der Teig wirklich ein Teig ist. Jetzt habe ich immer weiter Wasser nachgefüllt und weiter schön geknetet und man sieht schöne bunte Teigmasse mit Karotten und Chili. Man dann hoffentlich, wenn das Brot fertig ist, auch rausschmeckt. Wer es karottiger mag, kann ja auch anderthalb Karotten nehmen. Chili finde ich reicht eine Chili. Aber wenn man nach dem ersten Brot der Meinung ist, ist mir nicht scharf genug, dann macht man halt beim nächsten Mal auch anderthalb Chilis rein. Oder wenn man das so einschätzt, dass es wirklich sehr mild ist mit nur einer Chili, dann macht man halt zwei rein. Das kann man ja von Brot zu Brot, wenn man dann öfter mal ein Brot macht, schön testen. Ja, wenn wir das jetzt schön geknetet haben, ist der Teig fertig. Und der würde jetzt hier so 2-3 Stunden drin bleiben, bis er aufgeht. Und dann gucken wir mal und knetet den nochmal weiter. Ja, und wenn das der Fall ist, wir stellen uns vor, der war jetzt hier 2 Stunden drin oder 3. Und wir haben ihn öfter mal weiter geknetet. Und schön geformt, so. An kommt das Finale auch schon. Nämlich machen wir das Brot hier rein. Und dann machen wir den Deckel drauf. Und dann kriegt auch schon das Brot seine Brotform. Ja,